Hallo Leute und willkommen zurück zu To The Moon, im vielleicht letzten Part der ganzen Geschichte. Ja, ich bin schon gespannt auf das Finale, auf das Ende der Geschichte, obwohl ich glaube, das ist halt, ja, so ein Mischmasch aus traurig, schön und ich weiß nicht, sein wird halt. Keine Ahnung, ob es mich so richtig glücklich machen wird, das Ende, aber ich glaube, das ganze Spiel ist auch einfach nicht dafür da, dass alles hier Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ja, ich mache mal die Maus hier an die Seite und gehe mal weiter. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt hin sollen. Wir haben nicht die Zeit, ihn einfach nur anzustarren. Gut. Ah, hier können wir rein. Hier sollen wir rein. Ja, dann betätige den Aufzug und dann geht ihr beiden da mal rein. Liegt es an mir oder ist dieser Aufzug innen kleiner als außen? Ich gehe mal nach ganz oben. Oder erstmal den zweiten, keine Ahnung. Wo sind wir jetzt hier? Gehen wir nach und nach? Hinterher? Das ist das Missionskontrollzentrum. Im Moment passiert hier nicht viel, aber eines Tages werden Sie es in Aktion erleben. Ich habe beinahe erwartet, dass Zordon auf dem Bildschirm auftaucht. Hier nicht. Was? Lass uns gehen. Ah, okay. Dafür kriegen wir aber Memory Links, dafür, dass wir hier waren. Gut. Dann gehen wir in den nächsten Stock. Sag mal, was meinst du, war die Mondlandung im letzten Jahrhundert Fang nicht damit an, Neil. Fang gar nicht erst an. Gut. Was finden wir in diesem Stockwerk? Und das ist die Zentrifuge. Wenn Sie Glück haben, werden Sie eines Tages lernen, sie zu hassen. Ah, genau, das Schleuderdings. Hier auch nicht. Wovon redest du? Komm, wir haben nicht mehr lang. Sie sucht einen bestimmten Ort. Was ist hier? Ihre Werte sind hervorragend, aber trotzdem müssen wir Ihren Zustand in den kommenden Sitzungen genau überwachen. Was ist das da oben? Nichts. Okay, dann gehe ich hier weg. Ich hoffe, bei der echten NASA haben Sie größere Aufzüge. Am Shuttle wird zurzeit mit Hochdruck gearbeitet. Wir können es uns im Moment nur von hier aus ansehen. Das ist nicht gut. Vielleicht haben wir doch etwas übersehen. Du musst wirklich mal an deiner Kommunikationsfähigkeit arbeiten. Okay. Wow. Das kannst du laut sagen. Okay, da draußen steht eine Rakete. Weißt du, was am eindrucksvollsten ist? Was? Das Stück ganz oben und das untere Ende vom Shuttle. Da muss ich dir zustimmen. Oh, wie ich die arme Seele bemitleide, die diese Details nicht ansehen können. In der Tat, besonders die Nase da oben. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird es wohl nicht mehr so wie jetzt aussehen. Ja, jetzt ist die einzige Gelegenheit. Aha. Was machen wir jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wo gehen wir dann hin? Gehen wir nochmal. Ich glaube, in den zweiten müssen wir vielleicht nochmal. Oder? Obwohl, hier war ich ja auch da. Obwohl. Ich weiß nicht. Nee, dann gehe ich nochmal hier weg. Oh. Ich frage mich, ob die echte NASA wirklich so aussieht. Wahrscheinlich nicht. Dies ist ein Konstrukt aus Johnnys Fantasie. Ah ja, Wikifakten, verkleistert mit seinen Hirngespinsten. Trotzdem merkwürdig, Vögel zu hören, aber keine zu sehen.
Sorry, Neil. Ich dachte wirklich, wir hätten eine gute Chance. Was? Und hier ist der Pausenraum. Das ist David, er ist unser Missionsspezialist. Freut mich, Sie kennenzulernen. Zumindest hat er es in die NASA geschafft, so wie es aussieht. Meinst du, er hat es bis zum Ende durchgehalten? Selbst wenn, er braucht mehr als das, um Astronaut zu werden. Dann lass uns schnell den letzten Memory Link finden. Ich würde ungern das Finale verpassen. Was ist los? Ist es schon zu spät? Ich weiß es nicht. Ach, wer kommt denn da? Ah, und hier ist unser anderer Neuzugang. Das ist bestimmt River. River, richtig? Schön, Sie dabei zu haben. Hallo, ich bin John. Puh. Ich dachte schon, sie wäre nicht... Was zum... Scheiße, Eva! Du hast sie doch... gelöscht! Nein, wie ich schon sagte, ich habe sie nur verschoben. Was sie mit ihrem Leben anfängt, ist ihre Sache. Aber diese Welt besteht aus öffentlichen Daten und Johnnys Fantasie. Und weil Rivers persönliche Daten nicht Teil der öffentlichen Quellen sind, kommt das hier alles von Johnny. Trotzdem gab es nur eine gewisse Chance. Wie konntest du sicher sein, dass es funktionieren würde? Ich war nicht sicher. Das hätte ganz schön schief gehen können, ist dir das klar? Du warst noch nie sehr risikofreudig, Neil. Einigen wir uns einfach darauf, dass diese Runde an mich geht. Wir haben noch zwei weitere Helme, oder? Ich glaube, Johnny würde sich über ein bisschen Gesellschaft freuen. Wie es scheint, hat er es selbst geschrieben. Ganz schön eintönig, wenn du mich fragst. Wie heißt es? To the Moon. Das ist ein schöner Titel. Ah, da seid ihr ja. Ihr zwei solltet euch ausruhen. Morgen ist der große Tag. Also haben sie doch wieder zueinander gefunden. Das ist irgendwie beruhigend. Okay. Ich will auch Astronaut werden, Dad.
Eines Tages, mein Sohn, wirst du das vielleicht. Pah. Hättest du gedacht, dass sie es schaffen würden? Ha, du etwa? Nein. So wie sie ist, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sie es schafft. Aber da lag ich wohl falsch. Umso besser, oder? Ja, ich freue mich für sie. Weißt du, das ist mein Bruder da in diesem Shuttle. Wow. Yep, ich habe darüber mein Buch geschrieben. Allerdings mit einem weniger optimistischen Ende. Da muss ich jetzt wohl noch mal ran. Der Bruder ist auch da, weil er nie gestorben ist. Hey, Dr. Watts, nicht wahr? Danke, dass Sie uns hereingelassen haben. Ja, schon gut. Eva hat das geregelt. Haben Sie herausgefunden, weshalb er zum Mond wollte? Natürlich. Und? Was haben Sie alles gesehen? Sagen wir so, das Ganze war ein Haufen schmalziger Käse, der sich dann von selbst gelöst hat. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Wissen Sie, letzte Nacht habe ich mehrmals gedacht, dass wir Johnny bereits verloren hätten. Ich denke, dass er am Leben festhält und auf sie beide zu warten. Dann hat er ganz schön viel Geduld. Ich hoffe nur, dass sich das Warten lohnt. Machen Sie schon weiter. Ihre Kollegin wartet. Ja. Ich dachte, von hier wäre die Aussicht ganz gut. Zumindest gut genug, um den Verkehr zu sperren, hm? Sicher, sogar dann, wenn die beiden real wären. Tja, das ist jetzt wohl der Augenblick, für den wir so lange gearbeitet haben. Bereit für den Start? Startfrei noch nicht. Beeil dich, wir haben nicht mehr lang. Wenn jetzt noch was passiert, geht das auf deine Kappe. Ich weiß nicht, habe ich denn hier jemanden vergessen? Was ist, wenn man hier nach links geht? Kommt hier dann noch jemand? Nö. Habe ich mit allen gequatscht? Glaub schon. Die wichtig sind, sind farbig. Ich denke, wir sind bereit fürs Ende. Nun? Komm hoch zu mir. Warum? Warum nicht? Du wirst mich nur wieder über den Rand schubsen, oder? Durchaus möglich. Aber die Aussicht ist das Risiko wert. Na komm. Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Er rückt näher an sie ran, das ist süß.
Das war's mit To the Moon. Die Geschichte ist vorbei. Es war ein sehr, sehr schönes Spiel, was viel zum Nachdenken angeregt hat. Und hier sieht man nochmal River. Irgendwie, weiß nicht, im Jenseits oder wo ist das jetzt? Ach, ist die Erinnerung? To the Moon. Ach ja, schön, Leute. Es war ein echt schönes Spiel. Und es war auch zum Teil echt traurig und... aber von der Geschichte her auch echt mal was anderes. Alles so miteinander verwoben und zum Nachdenken anregend. Und vieles habe ich zwischendurch immer erstmal nicht verstanden. Also es musste echt fast das ganze Spiel erstmal gespielt werden, um das dann erstmal zu kapieren. Und es kam ja doch noch immer irgendwie was dazu. Es wurde jetzt nicht genau gesagt, was für eine Krankheit die River hat. Und ich weiß auch nicht, ob da zum Beispiel bei dem Doktor auch noch mehr dahinter steckt. Hinter seinen Schmerztabletten, was weiß ich. Ob es da vielleicht auch noch mehr Hintergründe gibt, keine Ahnung. Zwischenzeitlich dachte man dann, oh Gott, jetzt wird River auch noch komplett ausgelöscht aus seinen Gedanken. Aber jetzt haben sie sich am Ende doch noch wiedergefunden. Also ich glaube, die beiden gehören auch einfach zusammen und finden sich dementsprechend einfach auch immer wieder. Also egal was passiert, so dann lernen die sich halt anders kennen. Und das ist dann auch die Realität und das ist dann eine andere Art von Erinnerung, aber die echte. Denn, also so Sachen wie mit der Mutter, also da muss ich ja am Ende trotzdem nochmal sagen, dass ich die ja trotzdem für ein bisschen krank halte. Also zumindest depressivartig, keine Ahnung, wenn die ihren Sohn dazu bringt, Beta-Blocker zu nehmen, damit der andere Sohn eigentlich ist. Da kann ich das nur unterschreiben, dass die wohl ein bisschen durchgedreht ist, wie es gesagt wurde. Das war schon ganz schön hart, als man das rausgefunden hat. Hier sehen wir nochmal den Leuchtturm. Oh, an was für einem Grab steht denn da der Doktor jetzt gerade? Hier ist er. Ach Gott sei Dank, die Dr. Rosaline. Ich dachte schon, er steht jetzt an ihrem Grab. Danke, jetzt geht's spielen, okay? Sind das Ihre Kinder? Na, würde mich nicht wundern, wenn die beiden doch noch irgendwie zusammengefunden haben. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Johnny das Haus einfach so an Lily vererbt hat. Tja, wem hätte er es sonst geben sollen? Uns? Wobei es wirklich ein ziemlich mieser Ort für Begräbnisse ist. Wenn es mal einen Erdrutsch gibt, können sie unten mit den Fischen schwimmen. Noch ein bisschen zu früh für Scherze. Nö, dafür ist es niemals zu früh. Netter neuer Klingelton. Hallo, Eva hier? Wir sind auf dem Weg. Neuer Patient? Neuer Patient. Dann los. Na, die standen jetzt wahrscheinlich am Grab von Johnny, der ja gestorben ist. Hat er da jetzt noch gemacht? Sich die Nase geschneuzt? Weil es ihn nämlich doch emotionaler mitgenommen hat, als er getan hat. Episode 1, To the Moon. Ja, ach, das war nur Episode 1 oder was? Gibt's noch mehr später? Ha, mich würde das ja freuen, ne? Ich weiß, dass es diese A Bird Story oder so gibt, so ein neues Spiel irgendwie. Und das wollte ich eigentlich als nächstes machen, als Weekend Game. Weil das ist noch viel kürzer als To the Moon. Und ich dachte, jetzt haben wir gerade To the Moon gespielt, dann passt das ja vielleicht mit diesem A Bird Story. Vielleicht kennen das ja auch noch nicht einige Leute von euch oder so, wäre toll. Also ich kenne es halt noch nicht und ich finde es auch immer ganz cool, wenn Zuschauer das vielleicht auch noch nicht kennen. Aber ich freue mich auch über Zuschauer, die es schon kennen und reinschauen, ist ja klar. Und ja, wie fandet ihr das Spiel? Was denkt ihr über das Ganze? Wie gesagt, ich hatte gerade noch erwähnt, dass das mit der Mutter halt ursprünglich, also wie es vorher war, echt krass war, dass sie den Johnny jetzt, ersetzen wollte mit dem Joey, weil der ja bei dem Autounfall gestorben war. Und dass Johnny quasi gar nicht mehr Johnny war. Also er hatte halt, er dachte dann immer, er hat Erinnerungen, die aber gar nicht stimmten, weil das halt Joeys waren und dem das quasi so erzählt wurde, so von der Mutter, so habe ich das verstanden. Und so wie mit den Oliven, er mag eigentlich gar keine Oliven, also der ursprüngliche Johnny. Aber weil Joey so gerne Oliven mochte, wird ihm eingetrichtert, er würde sie mögen. Und das finde ich halt natürlich total abgedreht.
Und trotzdem war ja das mit River immer echt. Also das war ja nicht gespielt. Es war ja Johnny, der River getroffen hat und nicht Joey. Also war das natürlich im ersten Augenblick voll hart. Dachte ich so, oh Gott, jetzt wird die ausgelöscht, ein ganzes Leben mit seiner Frau. Die haben ja geheiratet und alles. Aber sie haben sich letztendlich jetzt doch wiedergefunden. Deswegen ist es für mich ein doch auch schönes, positives Ende, weil der Wunsch wurde erfüllt. Er ist zum Mond geflogen und das auch noch mit River zusammen. Und natürlich ist es traurig, dass er jetzt gestorben ist. Aber vielleicht ist das auch der Lauf des Lebens. Man wird halt älter und irgendwann wird es jedem so gehen. Muss man sich halt auch mal klar machen. Und dementsprechend ist es ja doch echt eine schöne Idee, dass es Menschen gibt, die dafür sorgen, dass man nochmal so im Sterbebett den Wunsch, den man hatte, nochmal richtig erfüllt kriegen, wenn man es vielleicht im Leben nicht geschafft hat. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch so das ist, woran man dann denkt, so, oh, ich hätte gern und hätte ich doch nur das und das gemacht. Und in dem Fall war das zum Mondfliegen bei Johnny und ja, und es ist passiert. Und dann ist es ja eigentlich auch ein glückliches Davongehen und das finde ich deswegen auch eine schöne Idee. Obwohl ich das natürlich auch völlig verrückt finde, so, wenn es sowas in Zukunft geben würde, ob das möglich ist, ich glaube nicht. Aber so die Idee, dass es Leute gibt, so eine Wunschmaschine oder ja, so in Gedanken einsteigen können, das ist ja sowieso alles ziemlich spacig. Aber ihr könnt mir ja gerne eure Meinung auch mal hinterlassen, würde mich freuen, da so ein bisschen zu lesen, was ihr von dem Ganzen haltet. Und würde sagen, als nächstes spielen wir dann halt am Wochenende A Bird Story, glaube ich, heißt das Spiel. Und bin ich mal gespannt, was da dann so passiert. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Sonntag, ein schönes Restwochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!